Ich nenne dich Tim Knopf, Tim Knopf, Tim Knopf. Wollten auch Sie vielleicht im neuen Jahr mit dem Rauchen aufhören und hat es wieder einmal nicht geklappt? Dann sollten Sie jetzt gut aufpassen, denn Nina Kraft hat eine junge Kärntnerin bei ihrem Besuch bei einem Hypnotiseur begleitet, der den Gusto auf die Qualmerei ordentlich verderben sollte. Simone Hartlieb qualmt seit vielen Jahren. Mit 20 Zigaretten pro Tag fällt sie nicht in die Kategorie Gelegenheitsraucherin. Nun will sie dem Klimmstängel den Kampf ansagen und wählt eine außergewöhnliche Methode. Sie begibt sich in die Hände eines Hypnotiseurs. Grüß Gott, Frau Hartlieb Meierhofer. Es freut mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Bitte. Ich rauche seit 15 Jahren. Warum möchtest du aufhören? Gesundheitlich und zwecks dem Husten eigentlich. Hast du schon andere Sachen ausprobiert zum Aufhören? Ja, das Pflaster, das hat aber nicht wirklich funktioniert. Und ja, man ist immer rückfällig geworden. Ich habe 2 Jahre nicht geraucht. Und ja, es schlummert irgendwie, gell, in einem. Also ich stelle mir eigentlich schon vor, dass ich eigentlich wirklich rauchfrei bin, weil das durchs Unterbewusstsein eigentlich geht, gell? Frau Hartlieb, Sie haben mittlerweile Platz gefunden am Lehnstuhl und ich erlaube mir, Sie während der Hypnose zu duzen bzw. mit Ihrem Vornamen anzusprechen. Und Sie haben Platz gefunden im Lehnstuhl und Sie spüren das Gewicht Ihrer Hände. Also ich gebe ihr zuerst Suggestionen, die sie immer mit Ja beantworten kann. Sie hat Platz gefunden da am Sessel. Das kann sie nicht negieren, sondern das ist ihm so. Und sie spürt das Gewicht ihres Kopfes in dem Augenblick. Also mehr oder minder nimmt sie das Kopfgewicht wahr. Sie spürt ihre Atmung, sie hat ihre Hände auf ihren Bauch. Und dann führe ich sie immer weiter weg. Immer wieder, also was sie mit Ja beantworten kann, und sie entspannen sich mehr und mehr. Und nachdem sie mir Vertrauen schenken kann, mehr durch diese Dinge, was sie mit Ja beantwortet hat, vertraut sie mir, dass sie sich weiter sinken lässt. Und so erreicht sie dann einen gewissen Trancezustand. Das heißt also, Außenreize sind für sie jetzt gänzlich unwichtig. Sie zentriert sich bzw. fokussiert sich nur mehr auf ihr inneres Erleben. Einige Male verzieht Simone während der Hypnose das Gesicht und hustet. Mit einem abscheulichen Geschmack reagieren. Das ist Folgendes, sie hat eigentlich mehr oder minder schon das, was sie stört am Rauchen, gezeigt, nach außen hin dokumentiert. Also das, sie hat ja gesagt, sie möchte wegen Husten oder dergleichen sich von Rauchen befreien, dass ihr der Geschmack der Zigarette überhaupt nicht mehr behagt. Und sie hat das eigentlich kundgetan, unbewusst jetzt, und das wird sie in weiterer Folge auch begleiten, unter anderem. Und sobald ihr Unbewusstes bereit ist, wird sich einer ihrer Arme ganz von selbst zu heben beginnen. Das sind unbewusst ablaufende Prozesse, die sie nicht bewusst steuert, sondern die wirklich aus dem tiefsten Inneren kommen. Und sie hat damit dokumentiert, oder ihr Unbewusstes hat dokumentiert, dass es bereit ist, einen neuen Weg, sprich einen rauchfreien Weg oder in diese Freiheit, was sich die Klientin wünscht, ja, zu folgen bzw. alles das zu tun, um rauchfrei zu werden. Nach der ersten Sitzung soll sich bereits ein kleiner Erfolg einstellen. Nach 3 bis 5 Sitzungen soll Simone rauchfrei sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, nachdem man ja das mehr oder minder sehr deutlich an ihrer Mimik, an ihrem Gesichtsausdruck erkannt hat, dass ihr die Zigarette nicht schmecken wird. Und nächtens im Traum werden weitere Fortschritte erzielt werden. Ganz langsam kommen sie wieder raus aus der Hypnose. Es dauert 1-2 Minuten, bis sie wieder ganz im Hier und Jetzt gelandet sind. Nehmen Sie sich all die Zeit. Du bist gerade aus der Hypnose quasi erwacht. Wie geht's da jetzt? Ich fühle mich befreit und voller Kraft eigentlich. Ja. Dieser Zustand selber, kann man den beschreiben? So schwerelos und so warm wird's und also ganz angenehm. Ja. Hast du das mitbekommen, dass du gehustet hast, die Hand gehoben hast? Das habe ich schon mitbekommen, aber ich habe das jetzt nicht beeinflussen können. Also das ist einfach von selber irgendwie gegangen. Wenn du jetzt an eine Zigarette denkst,
ich habe noch gar keine Zeit gehabt, an eine Zigarette zu denken. Denke ich ja gar nicht mehr. Mhm. Es ist irgendwie so, als war da irgendwie so also ein bisschen was gelöscht. So sehr wie vor der Hypnose scheint es Simone nun nicht mehr zu schmecken. Ob sie nun im Club der Nichtraucher ist, wird sich allerdings erst in den nächsten Wochen zeigen. Welchen aktuellen Kinofilm Sie keinesfalls verpassen sollten, zeigen wir Ihnen jetzt in unserem LT1-Kinotipp.